and Gentlemen, liebe Gaming-Freunde, hier ist der Nils und wir spielen hier zusammen mit White Bunny. Guck mal, so hat sich das Öhrchen geputzt. Wir spielen eine Runde Lost Ark. Lost Ark, ein kostenloses Spiel hier auf Steam, kann man sich jederzeit runterladen und spielen. Und ich muss sagen, ich habe extrem viel Freude daran, es zu spielen. Meine Rüstung wächst mit meiner Kampfstufe. Ich bin jetzt Kampfstufe 29, Kaderstufe 10. Und ich bin hier beim Hofverwalter Nicolas hier in der Diorica-Ebene. Und wir sollen, nicht erschrecken, wir sollen hier einfach mal mit den Bauern reden. Höre den Dorfbewohnern zu. Und das machen wir jetzt mal. Aber hört euch mal einfach die Geräusche an. Die sind so köstlich. So friedvoll. Also sehr schön. Ich muss tatsächlich sagen, das ist so ein Ausgleich für dem, was wir am Anfang erlebt haben, wo wir teilweise in irgendwelche Höhlen mussten und mussten gegen irgendwelche Dämonen kämpfen. Vielleicht hätte man am Anfang das ein bisschen anders machen sollen. Das war vielleicht fast ein bisschen zu duster. Naja, dann komm, dann fragen wir jetzt mal die Leute. Oh, da gibt es Ratten ohne Ende hier. Und die sind ziemlich groß und ziemlich angriffsfreudig. Muss ich tatsächlich gestehen. Ich habe jetzt Zeit zum Dehnen. Ich habe jetzt Zeit zum Dehnen? Was sind das für ein Bauer? Also ich kenn Bauern. Die waren aber beileibe nicht so. Der König wird die Steuern halbieren. Das ist einfach gegangen. Was zum... Henker ist das denn? Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh, die Kurve. Oh, ich will nicht. Ja, ja, ja. Na, ich habe auch einen Haufen Geld bezahlt für das Schwert, muss ich tatsächlich sagen. Und das brauchst du auch. Brauchst du auch hier. Ihr zahlt keine Steuern mehr auf die Ernte. Seitdem der neue König da ist, ist das Leben viel besser. Okay, die Leute sind alle ein bisschen, wie soll ich das sagen? Müde und erschöpfte Bauern. Naja, die sind müde und erschöpft. Das ist einfach tatsächlich anscheinend so. Erstaunlich. Also sie waren jetzt nicht hoch erfreut. Ein Rüsselkäfer. F. Ne, R wollte ich drücken. Automatische Reise deaktiviert, okay. E, was drückst du denn? Sehr schön, ich brauche unbedingt eine neue Tastatur, weil mit der kann ich gar nichts mehr anfangen. So, was ist denn jetzt hier? Gehen wir mal hier was ab. Ach, da! Da ist jemand hier. Tristan und Isolde. Na, dann gucken wir mal. Dieser Fiesling Schericht hat uns alles abgeknöpft, aber der neue König scheint unsere Situation zu verstehen. Ja, der kümmert sich sehr um die Menschen. Wenn es bedeutet, dass die beiden Meister Frieden schließen, gebe ich dir liebend gerne so viel Dioricas, wie du brauchst. Allerdings haben diese lästigen Biggerets unsere Scheunen schon wieder leergeräumt. Wenn du Pferdefutter haben möchtest, könntest du die gestohlenen Dioricas aus dem
Bigarett-Unterschlupf einsammeln und sie zur Mühle bringen. Und wenn du schon dabei bist, statuiere doch bitte ein Exempel an dem König Bigarett, damit diese Viecher sich nie wieder auf unseren Hof trauen. Ich ließ Erntewerkzeuge schmieden, die ich Bijou als Geschenk seines Bruders gab. Er war jedoch skeptisch, sein Bruder könnte ihm eine Bombe schicken. Ich sollte sie auf andere Weise zusammenbringen. Wow. Ihre Leber sind sehr nahrhaft. Ihr Speiseplan setzt sich hauptsächlich aus Diorica zusammen. Schuren meinte letztens, er bräuchte Bigarettleber für sein schwindendes Augenlicht. Das Beste dafür ist tatsächlich die Leber eines Mutter-Bigaretts. Das wird ja immer gruseliger. Okay, das ist gruselig. Was ist denn das? Oh, okay. Kann ich denn hier unten zum Beispiel das hier einfach wegnehmen und kann es irgendwo anders verteilen? Ja. Kann ich da unten irgendwas wegnehmen? Zum Beispiel das hier? Und dann hier, ja, das kann ich. A, D, das kann ich leider nicht sehen. Ach hier, W, na das geht nicht, aber Q würde gehen. Q würde gehen! Wirbelschlag. Na gut. Sehr schön. Oh mein Gott, was zur Hölle ist das? Oh, was ist das? Eine Wildsau. Okay. Eine Wildsau. Also auf dem Hof möchte ich nicht sein. Da würde ich erstmal alle diese Viecher besiegen. Macht da nicht mehr. Okay, cool. Zwei. Okay, da kommen wir alle her hier. Ja, da ist nur keiner. Falsche Seite wieder. Okay. Jetzt brauche ich noch 9 Stück, muss ich da besiegen. Also kann ich mir natürlich durchaus vorstellen, dass da die entsprechenden Bauern richtig kaputt sind. Das kann ich mir vorstellen, wenn du da solche Viecher hast. Die machen dir das Leben echt schwer. Okay, 2 brauchen wir noch. Also ist wieder alles voll hier. Digger. Natürlich. Ach, Digger Red von Big Jetzler. Okay, das habe ich. Töte. Sammle gestohlene Feldfrüchte. Da muss ich jetzt mal gucken, wo ich hin muss. Ah, einfach weiter runter. Okay. Heilen wir uns mal. Ja, das sind aber voll ganz schön angriffslustig. Komm, dann sammeln wir die gleich noch. Ach, da ist jetzt die Höhle. Nein, das ist ja jetzt nicht dein Ernst, oder? Die sind wahrscheinlich ein bisschen besser drauf. Alter.
Adlerring, das hatten wir schon mal. Das ist ja eine gigantische Höhle. Das ist ja wohl nicht der echte Ernst, oder? Das mit dem Ring, ja, das hatten wir schon mal. Das sind die Ringe, ja, okay. Na, dann schauen wir mal. 10 Stück, nein. Töte Königsbigerit. Also die Muttersau soll man töten. Gott, die sind ja so süß. Okay. Bissspuren sind da drauf. Nicht gut, nicht gut. Das sind die Feldfrüchte. Das kann nicht gesund sein. Okay, sammeln wir das hier mal ein. Also, Saatgut, was Bissspuren hat, das ist nicht gut. Ja, sammeln wir die ein bisschen hier. Ihr Töcke! Das sind echt zäh Gegner. Ja, Flächenzauber wäre natürlich cool. Muss mal kurz nach der Pizza gucken. So, jetzt kommen die alle wieder. Das ist natürlich unangenehm. Das nimmt ja gar kein Ende, Leute. Wie geil ist das denn? Da noch weiter hingeht. Gleich nehmen. Die Bissspuren sind unübersehbar. Okay. Okay, sie sammelt mir das weg. Nicht gut. Ja. Wow. Richtig zäh das Ding, ehrlich. Ah. Das ist die... So, warten wir mal kurz. Ach, ich habe den Quest schon erledigt. Aber ich will sie mal besiegen. Falsche Seite, wie immer. Puh. 180 Kaderpunkte habe ich dafür bekommen. Alter. Das ist, ehrlich gesagt, das ist viel. Oh, ich muss noch Leuten zuhören, sehe ich hier gerade. Okay, machen wir doch das. Gehen wir mal hier raus.
Ich will mich hier mal noch ein bisschen umsehen. Wir kämpfen! Das ist schon sehr anstrengend. Es gibt halt hier so viele. Normalerweise müssten die froh sein, dass es hier so viele gibt. Weil du kannst du natürlich auch als Nahrungsquelle verwenden, na? Das darf man nicht vergessen. Noch einmal, okay. Ich habe bloß noch mal nach der Pizza geguckt. Jetzt müssen wir uns mal die Höhle genauer anschauen. Was, da hinten geht's noch weiter? Was ist denn da hinten bitte? Attacke! Ui! Okay, der Quest ist weg. Gehen wir mal dahinter. Muss man sich da wirklich durchprügeln? Ernst, oder? Das ist doch nicht dein Ernst. Jawohl. waren wir da schon? Nö, da waren wir noch nicht. Also in dieser Höhle leben die, ja, wir würden sagen Wildschweine, könnte man sagen, ne? Jetzt lass mich mal gucken, ist da irgendwas getroppt, was interessant ist? Ausgerüstet. Zähigkeit, Flinkheit, nö. Genau das gleiche, bloß mit einem anderen Bonuseffekt. Was ist das hier? Eine 140er, die ist sogar ziemlich gut. Jetzt schauen wir mal, was gibt es denn hier Schönes? Ah ja, das ist noch weit. Ich laufe jetzt einfach mal durch. Das ist ja richtig... Ach, da kommen wir hier wieder raus auf der anderen Seite. Wie lustig ist das denn? Und da gibt es schon wieder Überfall. Ach, da kann ich nicht rein, oder was? Jetzt kommen die alle her. Ja, komm, da kommt her. Okay, cool. Ich muss ja noch die Dorfbewohner befragen. Schurken. Schuren heißt der. Also Wildschweineleber, wie bist du denn an sowas Kostbares gekommen? Meine schwindende Augensicht macht mir in letzter Zeit Ärger. Das ist schade, der ist ja noch relativ jung. Der ist ja wirklich noch relativ jung. Nee, ich habe schon alles erledigt. Im Namen des Jüngsten. Da habe ich noch was. Jetzt bin ich einmal wirklich ganz rum, ne? Einmal ganz rum. Das ist ja echt interessant. Und jetzt? Jetzt geht's nach Norden. Wir müssen zum Müller Swain. Na ja, komm, dann lass uns mal zum Müller Swain gehen. Lass uns zum Müller gehen. Oh Gott, ich drück jedes Mal falsch. Was sind denn das für welche hier? Okay. Wo kommen die her? Die lungern hier einfach rum? So unglaublich hier. Die armen Bauern. Das kann ich mir schon vorstellen, dass die es nicht einfach haben. Hier wird Blume sammeln. Also Leute, wir haben ja großen Spaß.
Schaut einfach vorbei in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Lost Ark, hier mit Branapur. Euer Nils. Ciao.